Ja, was wollen wir auswählen? Ich werfe die M4 aus hier. Sturmgewehr ist immer gut. Okay, ja, wie bei MW1 fliegt man hier, glaube ich, rein. Oder war das bei MW1 oder war das? Ach, keine Ahnung. Ich habe lange kein COD mehr gespielt. Oha, kann man nicht mehr sliden. Okay, wir dürfen nicht mit dem Tod anfangen. Das ist ganz wichtig. Bruder, was ist denn das für eine... Digga, man kleidet ja ganz komisch, Diggi. Wechsel das Magazin. Mit dem Köder angefangen, Digga. Bin hinter dir. Also ich habe bis jetzt nur ein Video gesehen, ein kurzes von Haptic. Aber das, also so vor dem wie vor dem Spielen jetzt, aber... Und ich finde keine Gegner, Digga, perfekt. Mal schauen, wie ich das mache, ob ich das Uncut mache oder ob ich das, ob ich da ein bisschen was einblende. Neues Magazin. Okay. Ja, so Drop Time. Oh, keine Ahnung, Udo, was soll ich. Magazin wechseln. Wir sind in Führung. Ja, bitte Aufklärungsüberflug. Ausgeplündert. Ich weiß, Bruder, spiele ich gegen Bots oder spiele ich gegen... Ja, ich spiele schon gegen den Richtigen. Bis jetzt? Ja, ne, ja gut, wenn man Kills macht, läuft COD immer. Ist COD immer gut. Das ist doch so. Ach, Digga, perfekt, Digga, von der Seite. Okay, reinfliegen, ja. Geht jetzt so. Bin ich jetzt auch nicht so der Fan davon. Bruder! Digga, die campen ja anders da oben. Okay. Okay. Ja, ja, ja. Zusammen bis zum Ende. Okay. Ich muss ein bisschen weiter wegsetzen, der ist jetzt so nah am Bildschirm. Perfekt, ja. Hab das Gefühl, die Gegner haben sich einfach 360 Grad geändert. Bruder, also diese Drop Time, Digga, die ist ja anders mies. Kaum ist mir ein Schuss, Digga, man ist ja schon gefühlt tot. Wir haben die Führung verloren bis zum Ende. Ja, aber eben, Campen wird belohnt, Rushen eben nicht. Die Führung gehört uns. Aber das wissen wir ja schon. Das kennen wir ja von COD. Verbündete Drohne online. Bruder. Ich glaube, das ist für die Ausrüstung. Ah, hier kann man auch ein bisschen was. Ich nehme mal diese hier, Digga. Was ist das hier? Ah, jetzt habe ich Totenstille, ja, Bruder. Perfekt, Digga. Anstatt als Perk. Ach, Digga, perfekt. Anstatt, dass man das als Perk reinbringt. Hä? Okay, das fand ich jetzt noch eine geile Animation. War gar nicht mal so schlecht aus. So ein Noob, Digga. Bruder, er läuft einfach gefühlt in der Hocke rum, Digga. Einfach diesen hier. Und trotzdem hab ich ihn gehört. Okay, man kann im Sliden wirklich nicht mehr schießen. Perfekt. Ach, Digga. Aber, also... Es macht schon Spaß irgendwie. Aber, man muss, also ich muss es alles, einer der daraus auch Content macht, aus Content sehen und nicht aus mehr.
Digga! Digga! Alter! Hä? Moment mal, wenn man nachladet, die Waffe wechselt und wieder zurückgeht. Hä? Und da hatte ich keine Munition mehr in der Waffe. Das kann auch sein, Digga. Ja, bis jetzt, ja, die Drop-Time, ja. Ist sehr niedrig. Für einen, also, das Ding ist halt so, wenn ich auf jemanden schieße, will ich, dass die Drop-Time klein ist. Wenn jemand auf mich schießt, will ich, dass die Drop-Time groß ist. Wisst ihr, was ich meine? So, ich bin jetzt kein Profi-COD-Spieler, kein E-Sportler, also mich juckt das jetzt nicht. Von Skate bei Smash Bros. Kann ich jetzt noch nicht reden bei der ersten Runde. Von dem, aber am Ende. Ja. Unsere Drohne umkreist das Gebiet. Feindliche Drohne aktiv. Danke vielmals für diese Information, die niemand braucht. Feindlicher Marschflugkörper gestartet. Aber ich glaube, es gibt ja noch so etwas wie ein Orbi und so. Ja, Bruder, man muss ausnützen, was es im Spiel gibt. Wenn die so spielen, dann will ich auch so spielen. Ja, er macht einfach einen Double Kill. Weil wir einfach alle zu Idioten, die so zu blöd sind dafür. Feindliche Aerosolbomben bei eurer Position. Ich halte den Rücken frei. Ich werde also auf jeden Fall sicher noch ein separates Video machen mit der Meinung und so. Und dem Gameplay. Bruder, aber Digga, bis man hier mal aufheilt, das geht ja ewig. Ja, da gibt es sicher auch wieder so ein Schmutzperk, was man nicht braucht. Was man eigentlich nicht bräuchte, aber weil es drin ist, muss man es nehmen. Oder muss man sich selbst heilen? Nein, Digga, glaube nicht. Nicht wie bei Bio 4. Ja, Bruder. Ein bisschen langweilig. Die Map etwas, ich weiß nicht, so unübersichtlich. Klar, man kennt sie nicht, aber ist okay, aber irgendwie, es ist, Bruder, das ist einfach stinkt, Digga, ich schlaf bald ein. Bruder, würde ich irgendwie BO4 spielen oder was, Digga, das, da würde es abgehen wie nix. Digga, die Leute würden so reinfliegen und Digga, diesen Slide machen von ihrem Leben. Und hier, Digga, ist einfach Schlaftablette. Okay, die campen da zu dritt, perfekt. Also ein bisschen zu viel Schlaftablette im Gameplay. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach mit ihm spiele. Und es nicht gerade nicht so läuft, aber. Schockladung ist raus. Ach Bruder, ich dachte, ich heil mich, Digga. Ich dachte, das sind diese Sting-Dinger oder so. Man merkt schon ein bisschen, dass es. Ach so, Bruder. Bodenlos, Digga. Die haben aber auch Aim. Gar kein Aim mehr, Digga. Aber die Waffe ist auch scheiße. Da habe ich sicher Rückschuss an Urgroßvater. Perfekt, Digga. Noch eine Minute. Kämpft härter. Oder ich wusste nicht mal, wo er ist, Digga, und ich habe ihn trotzdem geholt. Ja, Digga, verloren. Aber egal. War doch eine solide Runde. Mit bisschen Gameplay, ja, was ist der beste Kill? Ach, der letzte Kill gezeigt, okay. Ja, letzte Kill, besser Kill, ja. Wie stehe ich? Ja, ach, negativ, Digga. Aber egal, Digga, ich habe wenigstens 14 Kills gemacht. Ja.
Kann man machen. Auch Bruder, perfekt. Man fliegt einfach aus der Lobby raus. Perfekt, Digga. Perfekt.